Hallihallo, guten Morgen. Es ist Mittwoch und ich darf wieder arbeiten. Ich freue mich. Also jetzt geht's auf nach Hainichen, meine Sämereien abliefern, dann nach Zwickau laden für Neuburg. Also meine Lieben, auf geht's, die Pflicht ruft. So, jetzt geht's auf in den Kampf. Ich habe jetzt hier in der Spedition in Leipzig heute übernachtet. Hab ja hier getankt. Die Idee kam mir ja gestern wie ein Blitz. Und hab hier getankt. Und bin gleich hier stehen geblieben, weil ich hätte dann noch eine gute halbe Stunde fahren können und das bringt ja auch nichts. Dann habe ich gesagt, scheiße, bleibst du gleich hier stehen. Und habe hier gleich übernachtet. Und sehr gut geschlafen. Und jetzt fahre ich nach Hainichen, lade meine Säcke mit meiner Sämerei ab. Naja, schauen wir mal, wie es so läuft. Autobahnen sind frei, haben sie gesagt. So, sind wir doch schon auf der Autobahn. Noch 100 Kilometer bis zum Ziel. Anderthalb Stunde. Ja, sind wir kurz nach 8 da. Jetzt bin ich ja gespannt, ob ich mich auch dort in dem Gewerbegebiet hätte hinstellen können. Das scheint eine riesengroße Firma zu sein hier. Ganz schönes Ding. Ach, die machen hier alles Mögliche. Die machen hier auch Vertrieb von Steinen und so, Wienerberger und das ganze Zeugs. Ja, das ist ja eine riesen Spedition hier. Süße Lok stand hier. Hier rechts. Kleine Lok mit Loren. Naja, das wird hier so wie, denke ich mal, wird früher Tongrube hier gewesen sein und die haben bestimmt hier, das war bestimmt meine Ziegelei oder sowas. Naja, ist ja egal, jetzt bin ich da. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. So, bis gleich. Bin ich fertig hier abgeladen. Ja, hier hätte man sich hinstellen können. Das nächste Mal weiß ich das. Hier auf den PKW-Parkplatz. Gleich hier vorne ran.
Es wäre schon gegangen irgendwie. Naja, fürs nächste Mal weiß ich das. So, jetzt geht's nach Zwickau. Ging doch ganz gut mit dem Abladen. Beim Hänger standen ein paar schief. Die musste er gerade rücken. Da hat er die Gabel in die Schlaufen rein, hat sie kurz angehoben und dann ging das aber auch gut. Also alles gut. Siehst du, hier steht dran Ziegelwerk an dem Häuschen. Das war nämlich früher meine Ziegelei, denke ich. Deswegen stand da auch die kleine Lok mit den Loren. Wienerberger, das ist ja hier, die sind ja in Eisenberg in der Tongrube bzw. in der Ziegelei. Ja, und jetzt geht's nach Zwickau Tower, Laden für Neuburg. Du fährst aber ganz schön mit, mein Freund. Alter, der hat wohl nebenbei gegessen oder irgend sowas. Der kam ja immer weiter rüber. Ja, der Wurmser, der macht ja hier überall das ganze Zeug mit den Wienerbergern, mit den Ziegeln hier. Da haben die deutschlandweit die ganze Logistik, so wie ich das mal mitgekriegt habe. Und da sind die in Eisenberg, sind die, und in Zwickau sind sie auch irgendwo da mittendrin. Da habe ich schon mal solche Steine geladen und hier sind sie auch, das wusste ich gar nicht. Naja, man muss halt mehrere Standbeine haben. Für Transport. Ist ja wie bei uns, wir fahren ja auch nicht nur Automobil, wir fahren ja auch Papier und Lidl und Edeka, Kaufland. Naja, man muss vielseitig aufgestellt sein mit einer Spedition, sonst, wenn da irgendwas wegbricht, hast du die Brille auf. Und das hat uns ja wahrscheinlich auch damals, wo die Automobilindustrie so beschissen war mit den Transporten und so, das hat uns dann schon ein bisschen drüber gerettet, die Firma. Also ja, da können wir doch heute gleich mal gucken, was sie jetzt, wo sie die Durchfahrt gesperrt hat und an der Unterführung, was sie da gemacht haben. Ob sie was gebaut haben oder ob sie was weggerissen haben. Das interessiert mich jetzt schon mal. So, aber jetzt müssen wir erst mal zum Laden fahren. Das mit der Brücke, das gucken wir erst, wenn wir fertig sind mit Laden. Na komm, strampel mal ein bisschen hier. Gib dir mal Mühe. So. Und jetzt sind wir da. Hurra. Na gut, also schauen wir mal. So, jetzt bin ich hier fertig. Und jetzt fährt hier der Krankenwagen und der Notarzt vor mir mit Blaulicht. Das fehlt mir ja noch, dass die mir jetzt hier... Aber ich glaube, die wollen ins HBK, ins Heinrich-Braun-Krankenhaus. Das ist ja der Weg. Bestimmt von der Autobahn, weil wenn der Notarzt und der Rettungswagen zusammenfahren, dann haben sie meistens schon, nicht immer, aber meistens schon den Patienten an Bord. So, und jetzt geht's nach Neuburg. 12, 1, 2, 3, 4, bin ich kurz nach 4 dort.
Das müsste noch klappen. Brücke haben sie weggerissen. Von der alten Brücke. Zwischendrin. Na, die reißen sie jetzt wahrscheinlich systematisch weg hier. Sind jetzt noch 3 Stücken übrig. Ja, das dauert ja halt ein Stückchen, bis sie das alles weg haben. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Aber es lichtet sich. Es wird weniger. Ich habe mein Zeitfenster um ein Haar geschafft. Ich denke mal, ich werde es so um 5 Minuten verpassen. Aber damit kann ich leben. So, bin ich doch gleich auf das Ziel geraten. Der Pole oder Tscheche da vorne mit dem blauen LKW, der will doch garantiert auch zum Scherben. Sonst könnte ich mir nicht vorstellen, warum der da lang fährt. Na, mein Freund, mit deinem Kipper. Das war jetzt aber auch mutig. Bläst der hier rein in den Kreisverkehr, Alter. So, wie sieht's denn aus? Oh, alles leer. Ich fasse es ja wohl nicht. Nicht ein einziges Auto da. So, jetzt bin ich hier fertig mit Abladen in Neuburg. Ich werde jetzt noch eine Stunde fahren. Da habe ich dann morgen nicht ganz so viel Stress. Mal ein bisschen gucken. Oder? Ach, ich weiß es doch auch nicht. 3 Stunden von Viehstach nach Zwickau. Scheiße, ich mache jetzt hier Feierabend. Ich habe jetzt keine Lust mehr, ich mache jetzt hier Feierabend. So, meine Lieben, habe euch ja gerade erzählt, dass ich jetzt Feierabend mache, da ich ja nicht weiß, wie ich auf der Bundesstraße zum Stehen komme und wegen der einen Stunde fahre ich hier nicht mehr los, das bringt's nicht. Ich habe es mal überschlagen, ich komme auf jeden Fall morgen nach Viehstach und dann hoch nach Zwickau und dann sogar noch ein Stückchen wieder runter. Also ist das alles kein Thema. Ja, und dann deswegen mache ich jetzt hier Feierabend. Schluss aus die Maus. Und dann wünsche ich euch eine stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Und tschüss, bis morgen.